Da, okay. Oh ja, ich glaube, das war so, sowieso schon wieder zu weit hier. Ja, nö, es geht noch. Gut, lege ich mich mal darunter. So, dass der noch. Der noch weg. Also, ich glaube, ich werde jetzt niemals wieder Sandsteinmangel haben. Brauche ich sowieso nicht so häufig. Oh, ich glaube, das war auch schon wieder zu weit hier, ja. Ah, meint. Da will ich doch noch gar nicht hin. Und die Gespenster könnten mir auch mal egal sein. So, noch ein bisschen. Diesmal achte ich drauf. Aber das war's schon, okay. Wie weit haben wir's? Ja, ein bisschen noch. Aber wie gesagt, das will ich schon noch fertig machen. Ja, so halbe Sachen will ich nicht zurücklassen. Es sei denn, es geht gar nicht anders. Nee, ich kann ja weiter. Ja. Ja, ich dachte, da wäre jetzt eine Höhle, aber nö. Also ist wohl auch irgendwo eine. Wo die Gespenster dran sind. Die da so Lärm machen. Und ich krieg schon wieder Hunger, sehe ich gerade. Apropos Hunger, ich hatte heute voll Lust auf Kuchen oder Torte. Torte, ja gut auch, aber so Kekszeug oder sowas. Und ich hatte nichts zu Hause. Ich war aber auch zu faul, um loszufahren, um das einzukaufen. Das habe ich jetzt vor lauter Faulheit verschoben auf morgen. Auf morgen Vormittag. Beziehungsweise morgen früh. Mit dem Hintergedanken, ich würde davon etwas munterer werden. Wenn ich dann zum Einkaufen fahre. Ja, was sicherlich der Fall ist. So, die Frage, wann ich morgen aufstehe. Ach, Mann, ey. So, da. Moment, ich glaube, ich mache da viel zu viel weg hier, oder? So. Nö, es ist ganz okay so. Okay, da, ach, da oben liegt noch was. Da dachte ich mir, da liegt doch noch so viel rum hier. Ich sehe das da noch. So, der Elefant ist immer noch da, der Strauß auch. Keiner hat sich getraut, da reinzugehen. Aber ich will jetzt mal was machen. Und zwar will ich mal diese Fackeln da wegmachen. Die stören mich irgendwie. Die bringen sowieso nichts mehr. So, also zumindest nicht wirklich so ernsthaft. So, noch eine da irgendwo. Ha, ich kann ja mal das hier benutzen und mich umschauen. Seht ihr noch was? Nö, also ich sehe nichts mehr. Nö, okay. Dann sollten die Fackeln wohl alle weg sein. Ja, dann kann ich nach oben Inventar ausleeren. Hat sich ja wieder so einiges angesammelt. Oh, aber ich will mir das dann nochmal anschauen. Ja, da kann man wieder die nächste Reihe machen oder die nächsten zwei. So, okay, dann mal hoch. Schön. Wie viel Energie haben wir noch? 22,3. Ja, also die Energie hält da tatsächlich schon eine ganze Weile. Ja, das ist auch gut so. Okay, gut, dann will ich mal hier das hier und das hier wegpacken. Das hier raus, das hier raus. Da war Sandstein. So, genau. Da war Sand. Packen wir mal das hier weg, was gerade so weggeht. So, dann. Da ist alles gut, da ist alles gut. Da ist nichts drin. Das ist nur noch das hier. Okay. Das hier weg. Dann haben wir noch Sandstein. Das war da hier. Nein, das war doch nicht. Das war Sand. So, und noch ein paar Fackeln. So. Haben wir das Inventar auch wieder leer? Und alles so, wie es sein soll? Genau, okay. Dann, wo will ich denn jetzt hin? Wüstenhabitat? Oder, Dingsbums hier, Künstlerhaus. Ich hätte eigentlich mehr Lust aufs Künstlerhaus, ne? Ja, komm, dann gehen wir zum Künstlerhaus. Ich teleportiere mich hin. Zum Künstlerhaus. Zum, Kreisdorf, hier.
Ja, da könnte ich ja mal, ja genau, ich könnte mit dem Dach anfangen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Wie gesagt, nichts Besonderes, aber so soll es eben sein. Ja, mal schauen, was ich da habe. Ich glaube, ich habe ein bisschen was, ne, ich glaube, da muss ich schauen. Ein bisschen was da. Ja, das hier ist aber nicht viel. Hier müssen wir erstmal eine Schicht davon machen. Und dann kommen da an die Seite dann entsprechend die, die Treppen hin. Ob das wohl noch reicht für die ganze Runde? Ich werde schon wieder heiser, weil ich so viel spreche. 18 haben wir noch. Das wird knapp. Nee, das reicht nicht mehr. So, hier ein paar fehlen uns noch. Aber das ist ja egal. Ich muss ja sowieso ins Lager. Und Nachschub holen. Ich brauche ja auch Glas. So, also Glas. Ah, im Moment, da sollte ja Glas drin sein. Ja, siehst du, da ist Glas drin. Ja, gut, dass ich das gemacht habe. Jetzt habe ich nämlich Glas. Mehr als ich brauche aktuell, aber das ist egal. So, Glattstein. Ich muss doch mal ein bisschen sortieren hier. Haben wir auch Stufen da? Rissige will ich nicht haben. Das hier. Ja, ich glaube, das reicht. So, da, Kreisdorf. Und ich will aber erst damit weitermachen. So, da und da und der hier noch. So, und dann kann ich... Ja doch, komm, wenn ich jetzt gleich schon da... Ah, nee, Moment, ich mach das so. Ich wollte ja hier nur so Streben reinhaben. Das würde sich anbieten hier. Dann kann ich das Dach ja schon mal dicht machen. Das ist sicherlich nicht verkehrt. So, und dann hier die Glasdinge reinsetzen. Oh, es war einer zu viel. Kommt wieder weg. Geht leider kaputt, es sei denn, ich benutze die Behutsamkeitsspitzhacke, aber habe ich jetzt keine. Und dann machen wir das auch hier. Das würde sich auch anbieten, hier darüber. Das ist genau der hier, genau. Hm. So, dann kann ich den Rest hier auch schon mal wieder mit Glas, na, Glas ausfüllen. Ja, das, nö, von der Größe her passt das schon. Aber das Schwierigste vom Dach kommt ja erst noch. Das hier ist ja relativ einfach. Dass diese Dach, diesen Rand dahin zu machen, das ist so, so mühselig. Okay, das hätten wir auch. Dann will ich gerne hier noch was haben. Das würde sich hier anbieten, zum Beispiel. Hier an dieser Ecke. So ein bisschen wenig dazu hin, ja. Dann machen wir vielleicht doch besser da. Oh ja, doch hier rüber. Das, ja, doch. Nee, oder? Das geht, nee, das geht dahin. Aber egal, wir machen das dahin. Ja, doch, ich will das da so abschließen. Da, da. So, dann haben wir das Dach, also noch nicht fertig, aber immerhin, immerhin dicht. So, diese Lücke noch auffüllen. Oh, jetzt wird es aber Zeit hier. Vielleicht sollte ich doch mal was trinken. Hingestellt habe ich mir ja was. Da und da noch. Ja, ich lege mich gleich ins Bett. Und dann werde ich was trinken. So, das haben wir zu. Es müsste überall... Schau noch mal. Ja, das sieht gut aus hier. Da sieht auch alles gut aus in den Ecken da. Ja, mhm. Ja, das sieht gut aus. Das Dach sieht also ziemlich dicht aus. Dann kann ich mal hier mit anfangen. Ja, doch so. Na, da noch einer rein. So, auf der Seite hätten wir das.
Ja, und jetzt muss es eben da noch an den Rand dran. Oh, das geht ja von hier aus. Ja, nur hier nicht, ne? So aber geht das, ja, okay. Jetzt muss der eben nochmal weg hier. Oh, den kann ich sogar... Moment, so. Ich muss da oben bleiben, genau so. Damit, ja. So, das scheint auch zu passen hier. Jetzt muss da noch einer... Ja, das geht. Oder kann ich jetzt die Nacht auch durcharbeiten, solange ich noch was sehen kann? Ah, ich dachte mir, das wäre jetzt komplizierter. Dass ich da von unten das irgendwie machen muss oder so. Na gut, aber noch bin ich ja nicht rum. Moment, hier, da hoch. Ich kann ja nicht... Oder sollte ja nicht da stehen, wo ich was hinbauen will. Was springt denn da unten rum? Irgendwas Harmloses. Auf der Minikarte ist es als gelber Punkt dargestellt. So, da. Da haben wir die Frauen, haben wir ja gleich. Ah ja, da muss ich jetzt mal so hin, okay. Ne, da muss ich wieder eins hoch. So, genau. Und dann da dran. Das so, ja, genau. Da. Es ist schwierig, was zu sehen, weil es ja auch für mich dunkel ist. Naja, aber noch kann ich was sehen. So. Ah, nee, Moment mal. Hier brauche ich das ja gar nicht. Oder zumindest noch nicht. Ja. Weil ja hier das andere Haus anschließt und ich weiß nicht, wie hoch das wird. Deswegen lasse ich das doch mal. Ah, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Dann muss ich das mal irgendwie so und... Ja, genau, so. Nee, das war wieder zu tief. So, hier muss ich natürlich nach unten. So. Da dran, da dran. Ich mache den Rand da vorne dann wieder weg. Oder ich lasse ihn mal... Ja, doch, nee, ich lasse ihn einfach dran. Das sehe ich ja dann schon, wenn ich das nächste Haus da dran baue. Ob der stört und wenn ja, dann mache ich das eben wieder weg und wenn nicht, dann kann ich es dran lassen und den Rest eben noch dazu bauen. So, nee, Moment, da hoch. Wir sollten gleich... Oh, der war verkehrt, Moment. Nein, da hoch. Wir sollten gleich einmal rum sein. Ah ne, ich stehe zu weit vorne. Oh, mir tut mein kleiner Finger schon weh vor lauter Drücken da auf dieser, auf der Schleichentaste. Aber ich sollte ja gleich fertig sein. Ne, da hoch. So, ja. Da, da, da und da. Oh, fertig. So, da kann ich wieder loslassen. Also gut. Das Dach ist fertig, außer hier vorne. Ja, das lasse ich nochmal so. Dann kann ich mich jetzt einmal hinlegen. So, rein. Achso, nee. Verkehrte Tür. Hm. Da ist ja ein... Wie heißt der nochmal? Centaur? Minotaur? Nee, auch nicht. Ja, ihr wisst schon, der Löwe mit dem Skorpionschwanz. Und ich höre da immer so komische Geräusche. Was ist denn da? Doch, da hinterm Haus. Das hört sich doch an wie so ein Dings hier. Ja, siehst du da? So ein Golem. Der macht hier meine Kisten kaputt hier. Okay, das ist verschwunden. Wow, ich sollte mal was futtern. Ich habe ja ordentlich Energie verloren. Hier Lebensdingsbums verloren. Ist da noch einer da? Tatsächlich. Wieso nehme ich denn da so viel Schaden? Ich muss mich doch mal ins Bett legen. Ich lasse es mal mit den Golems hier. Mit meinem Fliegeapparat kann ich ja eigentlich übers Haus drüber fliegen. Muss da nicht außen rumlaufen. Aber ja, ist jetzt auch egal. So,
Jetzt haben wir einen neuen Tag, alles ist wieder schön und hell und jetzt schaue ich mal. Moment. Ja, jetzt kann ich das. Gerade habe ich noch davon gesprochen. Ja. Wenn ich mich unterm Dach verhänge, dann geht das natürlich nicht. Was brennt denn da? Wie hieß das Ding jetzt nochmal, dieser Löwe mit Skorpionenschwanz hier? Das weiß ich. Ja, ich habe es ja vorhin auch nicht mehr gewusst. Nö, aber hier scheint alles in Ordnung zu sein. Hier ist noch ein Zombie, okay. Ich wollte ja eigentlich was trinken. Kam ich jetzt wieder nicht dazu. Haha, ich kann ihnen auch einfach davonfliegen. So, aber der Golem hat hier was kaputt gemacht. Dann muss ich da mal wieder hier die Erde reinsetzen. So. Nein, ich fliege jetzt nicht darüber, dann ich bleibe wieder unterm Dach hängen. So, dann hat der doch noch eine Werkbank. Habe ich doch gesehen.